Essen. Oh. Blöd muss man sein. So, siehste. Sand haben wir hier. Na, Creeper, willst du dich nicht zeigen? Der ist anscheinend schon weg. Ups. Die Hundis lassen wir einfach mal. So. Erstmal wurden Planks. So, wie viele brauchen wir denn noch? Noch genau 3 Stück, dann haben wir hier unsere kleine Bücherecke. Bücher. Nein, so ist brav. Bücher haben wir nicht mehr. Sugarcanes. Alles klar. Das reicht schon. 9. Ja, es reicht genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Jetzt wehe ich. Setz 1 wieder falsch. Kommt zu mir nach Hause, setzt mir den Sniper in den Kopf und sagt Tschüss, du Arschloch. So, wir haben es geschafft. Bücherregal. Abgehakt. So. Jetzt fehlt nur noch der Boden im Keller. Dann können wir danach auch nochmal schauen, was wir drin machen. Weil was ich eigentlich da machen wollte, war mir so eine kleine Bodengegend zusammenzimmern und da vielleicht von da aus auch mal in die ein oder ups, andere Höhle zu gehen. Nein. Ach. Aber was ich jetzt gerne nach diesem Schattdingens machen möchte, ist mich irgendwo langgraben und eine Höhle finden. Weil hier immer nur in der Oberwelt drum zu hocken, ist auch langweilig. Man denkt 64, das ist viel, aber dabei ist das alles schneller weg, als man denkt. So, Spitzhacke. Da hing's gerade. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Was ich gerade überlege, ist, ob wir eine Cobblestone-Fabrik machen wir sollen. Cool. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein, denn wenn wir in eine Höhle gehen oder so, werden wir schon genug Cobblestone zusammenkriegen. Aber ich denke mal, so eine Cobblestone-Fabrik wäre, also eine Cobblestone-Massenproduktion, wäre keine schlechte Idee. Denn ich muss ja auch überlegen, ob wir im Nether, Bildschirm gerotzt, ob wir da hingehen sollen, irgendwas da machen sollen. Also wir werden da bestimmt hingehen und uns Glowstone oder so holen. Aber
Ist da wirklich so ein Haus, eine Festung? Boah, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, aber muss ja aus Cobblestone sein, denn ich will mir kein Obsidian machen oder so, weil das dann so ewig dauern würde. Und Cobblestone ist leicht zu bekommen und auch immun gegen die Feuerbälle der Ghasts. So. Dann machen wir das jetzt so. Ich hole mir jetzt extra keine Axt. Sollten wir überhaupt noch eine haben? Was ich nicht glaube. Alles klar. Keller ist fertig. Moment, mir ist da schon eine Idee gekommen, was ich das hier jetzt hier mit dem Dingens machen können. Also erstmal hier Schlafraum und ja, was da noch kommt, das. Oh, nein! Das seht ihr dann. Hannibal, Zombie, glaube ich. Link, Farm, Schwein, Farm. Schweinchen. Da hängen Minecraft gerade. Lavagrube. Das war schon wieder so ein scheiß Bug, dass der immer so anzeigt, dass der irgendwas ist. Warte, war hier nicht irgendwo in der Polarregion? Nee, also wir werden da hinten hingehen, weil wahrscheinlich hinter diesen Wäldern dann irgendwo eine Ruine auf uns wartet. Wir können da hinten hingehen und nach einer Höhle suchen oder so. Aber dazu müssen wir es erstmal gut vorbereiten. So, Eisenrüstung. Ja, sieht noch ganz okay aus. Ich denke mal, lässt sich anbieten, würde man da sagen. Ja, komm, wir können ja eigentlich schon mal in eine Höhle gehen. Cobblestone nehmen wir ein 64er Stack mit. Das kann weg. Holz müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da machen wir uns wahrscheinlich, wenn die so groß ist, auch eine Basis oder whatever. Sand werden wir unten wohl eher nicht brauchen. Pisten werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Dann nehmen wir die beiden Eisenschwerter mit, den Diamanten. Ganz wichtig, den lassen wir mal einfach hier. Map können wir mitnehmen. Ich glaube, das sieht schon nicht mehr wie ein Herz aus. Oh, doch immer noch. Ah, wie schön. Sieh mal ein Herzchen. Ja, aber ich würde sagen, dass wir in der Höhle suchen tun, wenn es wieder Tag ist. Und wir gehen am besten dahinten suchen. Oder dahin? Ja, dahin. Da, wo wir immer schon gewesen sind. Ich habe meine Seite da attackiert. Also gut, aber ein bisschen Holz möchte ich noch hier behalten. Deswegen nehmen wir die Hälfte vom Clean Holz. Ja gut, nicht Clean Holz, aber Naturholz, ne? Lassen wir dann hier. Fackeln haben wir noch 64 Stück. Pfeile noch 47. Schwerter haben wir ja noch. Redstone werden wir nicht brauchen. Meine ich jedenfalls nicht. Honig mitzunehmen wäre eine Verschwendung, denn sonst hätten wir keine mehr. Kohle nehmen wir mal so viel mit. Bodenslab werden wir nicht brauchen. Feder nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Ja, unser zweites Höhlenabenteuer, würde ich dann mal sagen. So. Pisten können wir
hier lassen. Setzling können wir hier lassen, Sugarcanes können wir hier lassen. Essen brauchen wir drüben, Eisen packen wir dann in die Basis, sollten wir die machen, brauchen du. Liefer brauchen wir dann nicht. Papier brauchen wir dann nicht. Gut. Dann will ich mal so, ja, Leiter können wir von mir aus mal mitnehmen. Will mal sagen, wir sind halbwegs gewappnet, um eine Höhle zu finden, zu suchen. Was machen dann eine Leiter an der Wand? Und dann sage ich, würde ich mal sagen, ab ins Bett. Guten Morgen, guten Morgen. Jetzt geht's an den Arsch oder so. So, irgendwelche Creeper. Manu? Minecraft, irgendwie Framerate war gerade weg. So, Creeper im Wasser. Das soll uns möglichst nicht stören. Oh, Entschuldigung. Mikro verrutscht. So, dann gehen wir einfach mal hier. Was stimmt denn hier nicht? Ich würde, es würde mich überhaupt so wundern, wenn wir hier irgendwo noch in dieser Welt eine Höhle finden. Was stimmt denn hier? Ja, wisst ihr was, also am besten mache ich jetzt einfach meine Aufnahmepause und guck einfach, wie sich Minecraft dann verhält, wenn die Framerate wieder da ist, weil das hängt jetzt schon die ganze Zeit. Ich will jetzt nicht so weitermachen und wir suchen dann in der nächsten Aufnahme nach.